Jo Leute, die zweite Folge beginnt. Ja, wie ihr seht, ist jetzt gerade Nacht geworden. Jetzt gehen wir einfach mal schlafen. Ich habe mir schon ein Bett hier gecraftet. Ich mache mir auch gerade hier zwei Crafting-Table hin. Also, nee, erstmal eine so. Hier, jetzt mache ich hier schnell mal ein Bett für den... Ja, also ja, ich lege schon. Achso, oh, gut, schön. Dann warten wir, bis morgen ist. Ach, verdammt, ich hätte noch ein Bett in meinem Inventar gehabt. Tja, jetzt haben wir ein Bett noch zusätzlich. Können wir ja irgendwo nochmal in die Pampa stellen. Und wie ihr jetzt vielleicht schon gesehen habt, als ich der Jello Joe hingelegt habe, hier bauen wir dann noch so ein schönes Fenster rein. Und dann sieht es hier auch schon ganz annehmlich aus. Hier kommt dann hier die Öfen hin. Das ist dann ganz gut. Ja, hier habe ich noch Lehm. Hat irgendjemand hier Kohle? Nope, ich gehe jetzt auf Kohlesuche heute. Der neue Tag beginnt und ich gehe auf Suche. Rohstoffjagd, wie man es auch schön nennt. Gut, ich baue hier gerade einen zweiten Crafting Table, obwohl das ein bisschen. Naja, das ist überflüssig. Warte mal, nimm mal lieber Werkbank mit, weil. Ja, und ich nehme nur noch eine Spitzhacke mit einer Eisen. Ne. Holz, Ding. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen blöd. Wo ist der Crafter? Ja. Da haben wir auch ein Crafting Table gerade. Ja, hallo. Kann ich mir gerade noch. Hey! Ja, So. Dankeschön. Gut, dann gehe ich mal auf Suche. Diesmal komme ich aus der Tür richtig raus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendeine Schlucht oder so finden, wo es runter geht. Habe ich irgendwas gesehen? Ah, perfekt. Hier haben wir mal eine schöne Mine gefunden. Da muss ich aber aufpassen, dass ich mich nicht verirre. So, weil... Oh, gesprungen, noch zwei Herze habe ich. Also den Ausgang müssen wir uns merken. Wo geht's lang? Da haben wir Kohle und tatsächlich Eisen. Unser erstes Eisen haben wir hier. So, und ich ziehe jetzt hier auch mal unseren Fußboden rein. Bau hier mal erst eine Schaufel. Weil nämlich ohne Kohle geht hier eigentlich gar nicht. Deshalb wäre es vielleicht ganz gut, wenn jetzt bald Kohle rankäme. Ich habe ja schon eine riesige Kohleader gefunden, also ich werde gleich vielleicht dann auch direkt mit Kohle zurückkommen. Oh, hier ist richtig, richtig viel Kohle. Das ist gut, da haben wir mal einen kleinen Vorrat auch. So, jetzt bauen wir uns hier sowas wie einen Schrank mal hin. Damit hier alles mal auf einer Seite ist. Das ist ganz okay jetzt hier. Mann, ist hier viel Kohle. Ja, das wäre gut, wenn bald mal wieder zurückkämen, Tätüssen tust haben würde. Gerade noch ein paar Steine, damit ich auch hochgehen kann wieder. Weil hier, wir haben, also was ihr jetzt nicht sehen könnt, was ich jetzt aber hier habe, ist, ich habe Sand, daraus muss Glas gemacht werden, ich habe Steaks daraus, also Rindfleisch daraus muss Steaks gemacht werden. Und das geht alles leider nur mit Kohle oder Holz. Und Holz ist im Moment sowieso bei uns hier Mangelware, genauso wie Stein. Das bringe ich auch alles mit. Deshalb, ich habe hier mal ein paar Setzlinge. Also ich habe bis jetzt, habe ich schon 32 Kohle, 33. 34, 35, 36, 37 oder noch mehr Kohle. Und die 40 Kohle werde ich mit nach Hause bringen. Das reicht doch mal fürs Erste, oder? Ja, das ist ganz gut für den Anfang. Hier, ich habe mir hier gerade ein paar Setzlinge eingepflanzt. So, hier ist gut, überall dann komm ich heim. Kies, was an Kies ziehen, also wofür man Kies jetzt bei diesem Texture Pack mit dem Honeyball Working, das ist also was ihr jetzt gerade da seht, ne? Das ist ja, da ist das Problem, dass die Kies nicht ganz so schnieke aus. Nein. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz ordentlich, das Texture Pack. Aber wie gesagt, Kies ist eben da so irgendwie so braun, schwarz, keine Ahnung, das sieht aus wie... Naja, Schwamm drüber. Aber Kies kann man und Sand kann man ja gut benutzen zu Vermessungs...
wecken. Oh, wieder ganz viel noch Eisen sogar noch gefunden auf dem Weg nach oben. Eisen ist immer gut. Das Problem an Eisen, wenn man ja mal Eisen hat, dann versucht man ja immer so vorsichtig damit umzugehen, ne? Hauptsache kein Eisen verschwenden, das ist ja so Dingens, ne? Aber, naja. Gut, ich bin oben und werde dir die Rohstoffe persönlich vorbeibringen. Hi. Hallo, Haus. Höchstpersönlich würde die mir vorbeibringen. Jetzt bleibt doch gar nichts anderes übrig. Jo, hier habe ich, gebe ich dir gerade mal 50 Kohle, 7 Eisenerz und ein bisschen Stein hinter dir. Danke. Ja, hab's aufgenommen. Da können wir auch gleich mal, also da kommt noch der Fußboden rein. Das sieht genau, werde ich gerade mal Holz noch auf die Suche gehen. Schäbig aus. Ah ja, ich hab da diese Holz, also diese Setzlinge wieder reingemacht, da das Gemüse. Apropos Gemüse, das ist auch eine Frage, wann wir jetzt mal unsere erste Farm machen. Aber ich meine, wir sind bei der zweiten Folge, da ist jetzt noch nicht so weltenbewegend, wenn wir jetzt hier eine Farm brauchen. Aber ich meine, wir sind im Moment mit Nahrung, sind wir im Moment eigentlich ziemlich gut im Rennen. Weil wir haben schon ein paar Kühe notgeschlachtet. Deshalb, naja.